Ja, bei uns geht es weiter mit den Bienen. Wir sind ja mittendrin in unserer Bienenwoche, Tag 2. Und jetzt geht es mit Stefan Kumm aus Bühlertal um das Imkern. Selber natürlich Imker, beantwortet alle Fragen, die sich stellen könnten. Entweder von meiner Seite oder von Ihrer Seite. 01802291545. Imkern ist das Hobby 2016. Das behaupte ich jetzt einfach mal. Ob das so stimmt, weiß ich nicht. Aber es gibt schon ein reges Interesse von vielen Menschen daran. Woran liegt es? Ja, ist ein Trend. Ich denke, da geht es auch viel um Naturerhalt. Es gibt kaum ein Hobby mit so viel Naturfaszination wie Imkerei. Mhm. So das Mystische, so was macht denn so ein Imker? Und es ist ein ganz breites Feld an Wissen, das man braucht, das man auch anwenden kann. Also es geht ja letztendlich bei den Bienen, also zumindest den Bienen, geht ja es ganz wesentlich um die Herstellung von Honig. Ist das auch für mich dann als Hobby-Imker der Punkt, auf den ich gucke? Also ist ein Motiv. Mhm. Stellen Sie sich vor, der erste eigene Honig auf einem frischen Brötchen sonntagmorgens, ein Traum. Mhm. Selbstgemacht mit den eigenen Bienen. Aber es geht gar nicht so nur um Bienen und Honig als eigener Honig, sondern es geht auch um die Bestäubung von Wild- und Kulturpflanzen. Insofern Naturerhalt und Kulturerhalt. Also das haben wir in dieser Woche schon öfters transportiert, auch in der letzten Woche, wo wir schon unterwegs waren, das Bewusstsein wieder zu schärfen, was die Bienen eigentlich für einen dollen Job für uns alle machen, indem sie befruchten, stäuben. Ja. Und das ist auch das, was dann auch wieder bei diesem Hobby einfließt, dass ich mir darüber bewusst werde. So verstehe ich Sie. Genau, Naturnähe einfach. Mhm, ganz genau. Naturnähe heißt in dem Fall auch, den ein oder anderen Bienenstich in Kauf nehmen, oder? Härtet man da ab mit der Zeit? Also alte Imker behaupten, Stiche tun nicht weh. Aber es ist eher, also jeder Bienenstich tut weh. Es ist aber eher so die Einstellung zum Schmerz. Der Imker weiß, eine Biene, die sticht, lässt ihr leben. Sie reißt sich den Stachelapparat komplett raus und die Giftblase pumpt autark das Gift weiter in die Haut. Das möchten Imker nicht, dass seine Bienen sterben oder sich quälen. Insofern ist es die Einstellung zum Schmerz und der Umgang damit. Ich kann Schmerz zentralisieren, ich kann aber auch als Imker dezentralisieren und sagen, ich muss ja weitermachen an meinen Bienen und darf mir so gerade anmerken lassen, dass ich jetzt gestochen worden bin. Sie müssen ruhig bleiben, sonst werden andere Bienen auch noch auf die Idee kommen, zu sagen, ey, bei dem stimmt was nicht, bei dem Kerl, da steche ich mal zu. Also je ruhiger ich bin, das bekommen meine Bienen mit und das transportiere ich natürlich auch. Und wenn ich locker und cool bin, dann stechen meine Bienen auch weniger. Wie werde ich denn Imker? Eigentlich ganz einfach. Es gehört ein gewisses Wissen dazu und Equipment. Wo kriege ich das her, das Wissen? Das Wissen, das wird seit Mitte 2000, in den Jahren 2005, hat das begonnen. Vom Deutschen Imkerbund werden Patenschaften angeboten und Kurse, Seminare. Also jeder Imkerverein vor Ort macht solche Kurse, Anfängerkurse. Die Anfänger bekommen dann einen Paten an die Seite gestellt und wird so durchs Bienenjahr geführt. Und das wäre eigentlich der schlaueste Einstieg in die Imkerei. Wir möchten Ihnen jetzt am Beispiel einer jungen Frau aus Stuttgart zeigen, was die Faszination des Imkerns ausmacht. Denn das erschließt sich bei ihrer Geschichte ganz gut. Gucken Sie mal. Und er fließt in Strömen, der erste eigene Honig. Imkeranfängerin Astrid Barsun voll konzentriert beim Honigschleudern. Ihre beiden Bienenvölker haben das zustande gebracht, was da eben goldgelb in den Eimer fließt. Großes Staunen. Am Anfang dachte ich ja, dass der Honig mich gar nicht so wahnsinnig interessiert und dass es eher so das Beobachten von den Bienen ist. Aber das packt einen dann schon. Also wenn man so zuguckt, wie sich wie sie langsam diese Honigwaben ausbauen und die immer voller werden. Rückblick. Im Frühjahr beginnt für Astrid das Abenteuer. Andreas Walz, ein erfahrener Stuttgarter Imker, zeigt ihr, wie es geht. Erste Erfahrungen mit den Krabbeltierchen. Ein paar Wochen später dann Transport von zwei eigenen Bienenvölkern in ihren Garten mitten in der Stadt. Immer dabei Imkerlehrer Andreas und viel Zuversicht. Ja, ich glaube, ich werde mir jetzt da irgendwie unten einen Stuhl hinstellen und zugucken und das genießen, wie die langsam jetzt hier die Bäume erobern. Fast so schön wie Kino, die neuen Haustiere im Garten.
Inzwischen sind 2 Monate vergangen, in denen Astrid versucht hat, ihren 80.000 Bienen eine gute Herrin zu sein. Das hat auch geklappt. Trotzdem gab es zwischendurch schmerzhafte Stiche. Einmal waren es 5 bei einer Schwarmkontrolle. Und also ich fand es nicht so schlimm. Also es tut natürlich weh, wenn du gestochen wirst. Aber die Tage danach war es schon, das war anstrengend. Also die Nächte mit so geschwollenen Armen zu schlafen, das fand ich dann doch, ich habe gedacht, das muss ja nicht sein. Muss auch nicht. Seitdem werden alle Körperteile gut verhüllt, wenn es an die Bienenkästen geht und Ruhe ist. Unruhe herrscht dafür heute rund um die Einfluglöcher von Astrids Bienenkästen. Sie hat sie übrigens aus ihrem Garten in der Stadt entfernt. Es gab Stress mit den Nachbarn. Die hatten sich das wahrscheinlich anders vorgestellt und die sind da einfach nicht mit zurechtgekommen oder die haben einfach Angst, glaube ich. Jetzt haben ihre Bienen Asyl im Garten von Andreas gefunden und heute wird's spannend. Astrid will ihren ersten Honig ernten. Ob die Zeit dafür schon reif ist? Andreas Walz macht die Probe. Wenn der Tropfen so zäh da runter geht, ist da nicht schon, dann kann man davon ausgehen, dass der Honig reif ist. Letzter Akt des Abenteuers. Schleudern des Honigs, den ihre Bienen gesammelt haben. Und kaum zu glauben, am Ende laufen sage und schreibe 37 Liter des süßen Stoffs in den Eimer. Wahnsinn, oder? Ich überlege mir eigentlich, was ich damit mache. Ich habe jetzt schon von Freunden ein Kochbuch geschenkt bekommen mit Honigrezepten. Aber ich glaube, ich werde den einfach abfüllen in Gläser und den jetzt erstmal verschenken. Reiche Ernte oder schweres Glück für eine Jungimkerin. Sehr beeindruckend, diese Geschichte. Und sie ist wahrscheinlich dabei geblieben, oder? Ich denke, ja, klar. Ja, okay. Dem Umgang mit Bienen wohnt ein Zauber inne. Jetzt haben wir auch schon 2, 3 Problemfelder da auch wieder entdeckt. Das mit den Stichen, da muss man an der Einstellung arbeiten, das hat er schon gesagt. Kann aber dann auch trotzdem dazu führen, dass man sich schützen will, ist ja auch okay. Aber das mit den Nachbarn. Und die Situation, ich hole mir da was in den Garten, was jetzt anderen vielleicht Angst macht. Wie ist denn das rechtlich? Darf ich das? Und wie ist denn das so zwischenmenschlich? Sollte ich mich nicht besser dann auch noch absprechen? Also absprechen ist immer gut. Mit dem Nachbarn sprechen, Mensch, ich interessiere mich für Bienen, ich hätte einen Garten, was meinst du dazu? Normalerweise hat er nichts dagegen, außer vielleicht eben so Vorbehalt, ich könnte ja gestochen werden. Aber bereits ein paar Meter von Bienen weg, merkt man gar nicht mehr, dass da überhaupt ein Bienenvolk steht. Insofern sind Emissionen wie Stiche eher seltener. Mhm. Schlimmer wäre es zum Beispiel im Frühjahr, wo dann die Bienen einen Reinigungsflug machen und dann ja, Wäsche, die an der Leine hängt, verkoten oder Autos verkoten. Das wäre schlimmer. Mhm. Machen die das oder was? Im Frühjahr, ja. Im Frühjahr. Die fliegen aus und entleeren ihre Kotblase. Aber das ist ja dann schon nicht so doll, ne? Das macht weniger Spaß, ja. Okay, rein rechtlich, darf ich mir sowas wie ein Haustier zulegen, ein Bienenvolk? Oder? Ja, es hat damit noch nicht mal zu tun, ob ich auf dem Land wohne oder in der Stadt oder an der Peripherie. Mhm. Ist grundsätzlich erlaubt, Bienen zu halten, auch auf Balkons in Städten. Also ich muss nicht irgendwie eine Qualifikation nachweisen, dass ich die beherrsche oder dass ich die betreuen kann, dass ich Hobbyimker. Kurs abgeschlossen, erfolgreich, mit der Note gut. Also nachweisen so. Eher nicht, aber es könnte natürlich Wissen dazu, weil man die Tiere auch pflegen muss. Insofern muss man es nicht nachweisen, aber Wissen um die Belange der Bienen. Wäre schon sinnvoll. Ja. Was ist die Beute? Das ist ein neuer Begriff, zumindest ein Begriff in einem neuen Zusammenhang für mich. Die Beute ist was nochmal? Die Beute ist die Bienenkiste, das Zuhause der Bienen. Ist es das hier? Besteht aus Boden, da fliegen die Bienen vorne rein und raus. Dann kommt die Zarge, der Imker nennt das Zarge, das wäre hier eine Zarge mit den Rähmchen drin. Die Rähmchen sind ganz neu, haben noch keine Mittelwand. Das wären die hier, die Mittelwände. Die kommen dann hier rein, werden eingelötet. So, und die Bienen bauen dann daraus richtige Waben. Also das ist ja schon so ein bisschen ein Fertighausvorschlag, oder? Boden ja, gerade steht. Ja, ja? Genau, ja, genau. Schön, es duftet nach Holz und Bienenwachs. Ja, schönes Fertighaus. Also dann, und dann, wenn man das aufstellt, wo kriegt man das Volk her? Ist das, wie ist das? Also wenn man jetzt ein Bienenjahr miterlebt, zum Beispiel in einem Kurs im Imkerverein, dann gibt es immer die Möglichkeit, dass man ein Bienenvolk kaufen kann, 1 oder 2.
Dieses Bienenvolk kommt dann, wie bei in dem Film, in den Garten, mhm, und das pflegt man dann. Mhm. Also das heißt, nur eine Kiste aufstellen und denken, ach komm, da wird sich schon ein Bienenvolk drin verirren, das haut nicht hin. Wird auch keine Wildbiene kommen da? Nein, Wildbienen, okay, haben ganz andere Belange. Herr Janke ist in Bietigheim-Bissingen am Telefon und hat eine Frage. Hallo Herr Janke. Hallo Frau Greis, hallo Herr Kumm. Ich habe zwei Fragen. Und zwar die erste Frage, sind Sie auch der Meinung, dass zwischen flüssigem und cremigem Honig kein Unterschied besteht wie viele anderen? Der Unterschied selber ist in der Zuckerstruktur des Honigs. Es gibt Honige, die charakteristisch lange flüssig bleiben. Das wäre zum Beispiel ein Akazienhonig oder Weißtanne. Die Qualität macht sich nicht daran fest, ob ein Honig jetzt kandiert ist, also cremig, gerührt vom Imker oder flüssig ist. Es gibt aber einen wesentlichen Unterschied zwischen beiden Honigen. Den kennen Sie auch, wenn Sie ein Brötchen nehmen und es aufschneiden und auf die eine Seite flüssigen Honig streichen und auf die andere Seite cremigen, dann haben Sie den Unterschied festgestellt. Nämlich? Das nur am Rande. Also beim flüssigen Honig muss man entweder unheimlich schnell essen, aha, und kriegt nicht so viel drauf. Und beim anderen kriegt man natürlich erheblich mehr drauf, was für den Imker natürlich ein Vorteil ist. Okay. Und die zweite Frage war zur Haltbarkeit. Bei einigen Honigen, die ich gekauft habe, steht die Haltbarkeit drauf und bei anderen nicht. Und einige sagen, Honig sei nicht ewig, aber doch lange Zeit haltbar. Was meinen Sie dazu? Naja, also Honig grundsätzlich ist im Prinzip immer unendlich haltbar, wenn man ihn richtig lagert. Also luftdicht, trocken, frei von Gerüchen oder Geruchsemissionen. Es ist aber Vorschrift, dass man ein Mindesthaltbarkeitsdatum auf dem Honig deklariert. Und das wird empfohlen vom Deutschen Imkerbund auf 2 Jahre. Wir waren jetzt bei diesen ganz praktischen Dingen, die man braucht. Wir haben gleich noch einen Anrufer. Jetzt vielleicht zwischendurch erstmal diesen Rauch. Das haben wir ja auch im Film gesehen. Dieses Beblasen des Bienenvolkes mit Rauch. Zu welchem Zweck wird das gemacht? Also hier ein Werkzeug für einen Imker, der sogenannte Smoker. Unabdingbar, absolut notwendig, mhm, für jeden Imker. Ich suggeriere den Bienen Feuer mit dem Rauch. In dem Moment werde ich, also vom Urtier Bienen, als der, das mich als Bär identifiziert, völlig uninteressant. Mhm. Weil wenn es im Wald raucht, dann brennt es und dann könnte es sein, man muss flüchten. Der Imker raucht über sein Bienenvolk drüber. Die Bienen ziehen nach unten und saugen sich voll mit Honig. Die Honigblase wird gefüllt. Warum machen die das? Weil, wenn man flüchten muss im Wald, weil es brennt, dann brauche ich Energie, mhm, dann brauche ich Proviant. Und es entsteht eine Grundruhe. Also die Bienen werden ruhig, weil sie satt sind. Okay. Und diese Grundruhe nutze ich, um die Bienen ruhig zu halten. Herr Weißgerber ist in Wirth am Telefon. Herr Weißgerber, Ihre Frage bitte. Ja, guten Tag. Ich habe 2 Fragen. Die erste wäre, wenn man ein Glas Honig kauft, dann ist es öfter mal passiert, wenn man es aufschraubt, dass der regelrecht gärt. Wie kommt das zustande? Naja, es sollte eigentlich nicht sein, dass er gärt. Es gibt Honige, die riechen fruchtig, schon fast mostig, aber ja, dass er schon in Gärung übergeht, das ist kein guter Honig. Sollte okay, man, ja, also Qualitätssache. Gut, vielen Dank. Jetzt noch die 2. Frage. Wir haben in den letzten 3 Jahren bei 2 verschiedenen Imkern Tannenhonig gekauft. So ein 2,5 Kilo Eimer. Aha. Bei dem einen ist der Honig wunderbar klar geblieben, über ein halbes Jahr lang. Und bei dem anderen, den wir letztes Jahr gekauft haben, war er nach 3,5 Monaten, fing er an, kriselig, so verzuckert zu werden. Mhm. Ja. Woran liegt das? Es gibt mehrere Sachen. Ein ganz reiner Weißtannenhonig, der kandiert ganz langsam. Das heißt, er bleibt lange flüssig, lange klar im Glas. Jetzt kann es sein, der Imker hat den abgefüllt und er hatte eine Impfung drin, ein paar Lufteinschlüsse und dann geht es schon los, dann kann der durchaus kandieren. Dass er kandiert, ist völlig normal und jetzt auch nicht zwingend eine minderwertige Qualität. Im Prinzip kandiert jeder Honig über kurz oder lang. Und wenn er ganz grisselig wird, auch ein Blatthonig oder ein Weißtannenhonig aus dem Schwarzwald, der muss über kurz oder lang auch kandieren. Stefan Kupp aus Bühlertal, vielen Dank. Das war jetzt mehr ein Einblick in das Imkern. Ich glaube, man könnte sich noch stundenlang weiter darüber unterhalten. Wir haben noch gar nicht den schönen Hut und all das angesprochen und die Handschuhe. Genau. Vielleicht das nächste Mal. Danke für die vielen Infos. Wie viele Bienenvölker haben Sie? Im Moment so um die 200. 200 Bienenvölker. Wenn ich das hochrechne auf die Honigsumme, da kommen ja ein paar Tonnen raus, oder? Nein, ja, klar. Hoffentlich viel dieses Jahr. Gut.